Startfreigabe für den John Deere 6410. Sechs Liter Hubraum, 105 Wettkampfgewicht. Das sieht auf den ersten Metern spielend leicht aus für das Trackertrick-Team Apple. Aber reicht es am Ende auch für den Full-Pull für diesen John Deere? Der wird ruhiger bei der 80 Meter Marke. Das Automatikgetriebe schaltet runter. Langsam geht es Richtung 90 Meter Marke. Und auch hier könnte es am Ende ein Full-Pull werden. 90 Meter sind überschritten. Die Full-Pull-Marke ist zum Greifen nahe. Und er bekommt die rote Flagge. Full-Pull-Beruf, was auch immer das ist. Das werden wir gleich nochmal erfragen. So, Thorsten, gib ihm die Spuren. Den Marcel Ferguson. Und die ersten 40, 50 Meter sind hier locker absolviert. Thorsten Schmitz mit seinem MFL 50 wird angefeuert vom Team. Und ganz entspannt ist er unterwegs hier Richtung 70 Meter Marke. Das schaut sehr gut aus. Jetzt wird er ruhiger, Eieieiei, zu großer Gang, das gibt's doch gar nicht. Das kann gut sein. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bis zum nächsten Jahr wahrscheinlich wieder mit dabei, oder? Ich denke schon. Okay, danke für deine Präsentation hier auf der Strecke. Toller Pull, tolles Bild vom großen Schlüter. Und ja, die 18. Erst kam die Startfreigabe, dann am Ende auch noch vor der Bremswaage. Bitte an, Pull. Und aber ganz klein Gang gewählt. Wir sind gespannt, ob am Ende den MF vor dem John Deere parkt, der hier 88 Meter 63 vorgelegt hat. Und auch vor dem Case von Daniel mit 88 Meter 01. Auf geht's. Lukas, die Anfeuerungsrufe sind da. Und er ist noch recht entspannt auf seinem Schlepper. Ja, die ersten Meter sind ja auch nicht so schwierig. Aber dann so auf der 60 Meter Marke wird es interessant. Die Anfeuerungsrufe werden lauter. Und er muss rüber über die 70 Meter Marke. Auf den Zip zur 70 Meter Marke. Lukas wird weiter angefeuert von seinem Team. Aber reicht es am Ende für 88 Meter. Es geht weiter über die 70 Meter Marke. Ferguson 30, 80. Lukas Sievers vom Trackertrack-Team Johnsberg. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Es geht hin zur 80 Meter Marke. Und reicht das? Reicht das? Ich glaube, es reicht nicht. Es reicht nicht. 85 Meter, Sievers hier. Riesenapplaus, Trackertrack-Team Sonsbeck. Und der zweite Platz, der geht an den Daniel. Ein Riesenapplaus für Daniel und sein Case, ebenfalls Trackertrack-Team Sonsbeck. Und der Christoph Oink hat den ersten Platz in der 6,5 Tonnen Klasse. Riesenapplaus für Christoph mit seinem John Deere. Ja, auf geht's. Ehrenrunde hier in der Fischdorf Arena.